So, mal moin. Was geht? Oh. So, jetzt geht's aber. Alles fit im Schritt oder was? Wie war dein Tag? Oh, eigentlich relativ simpel und entspannt. Ich habe eigentlich heute Nachmittag bis um 16 Uhr, also so von 11 bis um 16 Uhr, hing ich nur mit meinem Fettarsch am PC. Hab gezockt, hab ein bisschen Streamerinos geguckt, mir Videos angeguckt, hab nichts Großes gemacht eigentlich. Und so um 16 Uhr oder so war ich noch Dings. War was essen, ich war noch legal in Graffiti-Wand sprühen, hab alte Kollegen noch getroffen. Lambo bin ich heute nicht gefahren, das Wetter war zu beschissen, Digga. In Hannover war Bombenwetter. Jetzt scheint auch wieder die Sonne, aber als ich losfahren wollte, um den Lambo rauszuholen, war es bewölkt und sah nach Regen aus. Das war die Scheiße, Digga. Ja, bei uns war es heute bewölkt, zu der Zeit. Gestern war bei uns krasses Wetter, ja. Also warm war es heute, aber es sah mir nach Regen aus. Und ich will den Lambo halt nur fahren, wenn wirklich Sonne am Start ist. Ich hole den Lambo nicht raus, wenn es nach Regen aussieht. Hast du Angst um den Lambo oder warum? Oder nein, aber so ein Fahrzeug fährst du nicht bei Regen. Also zumindest nicht gezwungenermaßen. Lambo ist nur für schönes Wetter, Sonnenstrahlen und geiles Wetter und Yalla Habibi. Weil wenn es regnet, Digga, bringt es auch nichts mit dem Lambo durch die Hut zu cruisen, weil die geilen Muschis alle zu Hause sind. Leuchtet doch ein wie eine Glühbirne, oder? Also ich verstehe auch nicht, wo da jetzt das Diskussionspotenzial ist. Ich finde es lustig, wie der Livestream-Chat jetzt versucht, mit mir zu diskutieren, beziehungsweise mir jetzt die ganze Zeit weismachen will. Bei uns war doch gutes Wetter. So als mäßig, als wenn ich lügen würde. Aber bei uns war es bewölkt, zwischenzeitlich extrem. Zufrieden mit dem Lambo. Oh, gestern, ich bin den Lambo eine Woche ungefähr nicht gefahren. Und gestern habe ich ja wieder einen Ausritt gemacht. Und ich muss sagen, gestern war einfach atemberaubend, Digga, mit dem Lambo. Ich muss gestehen aber auch, das liegt auch vielleicht daran, und das werden nicht alle jetzt nachvollziehen können, aber ich bin in der Vergangenheit meine Wagen, egal ob den E63S, den GTS, die S-Klasse, alle meine Fahrzeuge, bin ich immer nur, oder in den seltensten Fällen, und in den seltensten Fällen ist wirklich ganz, ganz selten, ich bin immer Automatik gefahren. Zwar im Sport Plus Modus bei dem Mercedes jetzt, immer Sport Plus, aber ich bin immer Automatik gefahren, weil ich mich nie dran gewöhnen konnte und es auch irgendwo, ja, angenehmer fand, Automatik zu fahren mit den Schaltwippen. Habe ich nie, die Schaltwippen habe ich so gut wie nie benutzt. Und beim Lambo war es vom Anfang an auch so. Digga. Sprachenlernen, Bubble. Bruder, da muss ich los. Ich bin den Lambo direkt, als ich ihn bekommen habe, bis vor kurzem immer nur in Automatik gefahren. Natürlich im Sport Plus Modus, aber halt, ich habe nie selber geschaltet. Und neuerdings habe ich mich jetzt damit mal langsam angefreundet, die Schaltwippen zu benutzen. Das ist dann nochmal ganz was anderes, Digga. Ich kenne kein passendes Wort, was das, was ich im Lambo empfinde, vom Fahren her, was das in mir auslöst. Unbeschreiblich. Ich bin gestern 2,5 Stunden ungefähr mit Eddie zusammengefahren. Der war mega besoffen. Das war umso lustiger, Digga, weil er die ganze Zeit nicht klargekommen ist. Und die ganze Zeit immer seine Jack Daniels Mische festgehalten hat, wenn ich beschleunigt habe. Das war voll lustig, Digga. Aber ich war gestern 2,5 Stunden mit Eddie oder so unterwegs. Der hatte gut einen Tee. Und dann habe ich Eddie nach Hause gefahren und bin auch so eine Viertelstunde alleine durch Buxtehude gefahren. Mit dem Lambo. Und da habe ich so... Ich habe den Wagen in der... wenn es dunkel ist, die Straßen sind leer, Digga. Das ist der. Und dieses Empfinden habe ich, glaube ich, aber jetzt immer noch so extrem, weil ich den Lambo nicht jeden Tag fahre, sondern einmal in der Woche nur. Das heißt, ich gewöhne mich nicht so an diesen Wagen. Also was heißt gewöhnen? Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn du jeden Tag dein Lieblingsessen isst, dann schmeckt es dir irgendwann nicht mehr oder es ist Alltag. Und so ist es mit dem Lambo auch oder mit Autos an für sich. Eine S-Klasse war am Anfang extrem geil und sie ist immer noch geil, aber ich habe mich daran gewöhnt und ich weiß es nicht mehr zu wertschätzen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß es nicht mehr zu wertschätzen und das ärgert mich in meinem Leben an für sich bei vielen Sachen, die so alltäglich geworden sind. Ich verdiene gutes Geld, ist alltäglich für mich, habe ich mich dran gewöhnt mäßig. So, ich habe immer vollen Kühlschrank, ich habe immer all das, was ich haben möchte, habe ich im Grunde. Und daran habe ich mich gewöhnt und das ärgert mich, weil ich dadurch viele Dinge bewusst oder unbewusst nicht mehr zu schätzen weiß oder nicht mehr so wie früher. Und mit dem Lambo werde ich es so beibehalten, Digga, dass ich den Lambo... Gut, wenn jetzt Hochsommer ist, vielleicht noch mal ein bisschen mehr, aber maximal 2-mal in der Woche rausholen. Damit ich jedes Mal wieder dieses, oh, besondere Gefühl habe, wenn ich mich reinsetze. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Winter wirst du den eh kaum fahren, stimmt. Wie lange hast du den E350 gehabt und wie zufrieden warst du mit dem Auto? Weil ich habe mir ein E350 und dann ist die Nachricht zu Ende, lol.
Den E350, ja, es hört sich doof an, aber da kommt wieder der Mund in mir durch. Der E350 Coupé war eigentlich das Auto, worüber ich mich am allermeisten gefreut habe. Und jetzt im Nachhinein auch sage, das war ein Auto, was ich am meisten gefühlt habe. Warum? Weil ich mir diesen Wagen selber gekauft habe. Danach habe ich mir den CLS gekauft für 50.000, was super dumm war. Aber den E350 habe ich mir gekauft und ich habe, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube knappe 20.000 bezahlt, 18.000 oder so. Und das war gerade in der Phase, wo ich die ersten guten Monate hatte und einfach in der Lage war, mir ein Fahrzeug zu kaufen für 20.000 Euro und das zu überweisen, ohne dass es jetzt irgendwie bei mir eine Krise auslöst, was das Finanzielle angeht. Deswegen fühle ich den Wagen am meisten und ich finde auch den E350 Coupé, nicht den normalen E53, also 5-Türer oder 4-Türer, sondern das Coupé finde ich mega sexy, Digga. Gerade gestern einen Kollegen von mir, Marc heißt der, so ein tätowierter Wichser, nein, ist ein korrekter Typ, der hat auch ein E350 Coupé in schwarz mit leicht schwarz folierten Scheinwerfern. Der sieht einfach geil aus, Digga. Ey, Uwe, du alter Arschficker. Ja, weiß nicht. Uwe, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, mein Schatz. Aber ich war das letzte Mal bei dir. Also frag mich nicht, wann wir uns sehen. Denn du bist am Zug, Bruder. Und wenn du nicht in nächster Zeit deinen frisch rasierten, sonnenbraun, gebräunten Arsch zu mir bewegst, dann gehen wir mal in den Käfig, Digga. Und glaub mir, ich bin nicht so ein Opfergegner wie der Erste, den du gekämpft hast. Ich bin ein richtiger Stein. Ich fall nicht so leicht zu Boden. Aua! Hast du es verstanden jetzt? Gut. Und jetzt gehst du rüber und fährst Mina einmal für mich. Mit. Du gehst hin und sagst, im Auftrag von Monte, fährst dir einmal einen Arsch. Dann sind wir wieder Freunde, Uwe. Ey, der Monster ist gar nicht richtig kalt, so eine Pässe. Ich schütte den gleich weg, den Hurensohn. Gerade habe ich mir bildlich für einen Moment ausgemalt, wie Uwe gerade in seinem McLaren fährt und zu mir fährt, Digga. Cool. Klingel aus. Ja. Korrekt, die Klingel ist aus, Digga. Komm, Uwe, was los? Er schreibt auch nicht mehr in den Chat, Digga, ich habe richtig Angst. Hat er geschrieben, habe ich nicht gelesen. Ha, du sagst, wie oft war ich bei dir? Nee, darum geht's nicht, Uwe. Mach jetzt nicht diesen, wie oft du bei mir warst. Verpiss dich, Eintagsfliegensohn. Digga, ohne Scheiß, diese kleinen Fruchtfliegen, ne? Wie lange können die überleben? Weil bei mir, ich weiß nicht, ob das Fruchtfliegen sind, bei mir ist jeden Abend im Schlafzimmer fliegt eine vor meinem Gesicht. Ich tu dir nichts, weil ich mir dann immer denke, oh, ist alles entspannt. Aber das sind irgendwelche, ich weiß auch nicht, Digga. So, wir machen Folgendes jetzt. Ich muss mal kurz luschern. Was ist hier mit unsympathisch los? Och nee, ne? Was ist das denn, Junge? 13.000 und ein Bild von mir? Was soll das denn? Ohne Scheiß, ich will jetzt aber auch langsam mal eine fette Donation von unsympathisch haben. Das kann doch nicht sein, Digga. Und dann nimmt er auch noch so ein hässliches Bild, die dumme Sau. Ich hab das Video noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Och nein, Digga. Immer noch mehr Geld einwerfen. Die nächste Runde spielen bis zum großen Gewinn. 13.000! Du hast es, Marcel! Du hast es! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal Sonntag. Ach, Sascha. Sascha, was war das denn, Digga? Und das war's jetzt mit dem Content, oder was? Das war's jetzt mit dem Content meinerseits. Einmal noch zum Schluss. Beende ich glaube einfach das Video, bevor ich mich einfach zu hart wieder über die beiden mich aufregt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt. Oh, wir haben 300 Euro. Oh, leck mich am Arsch, Alter. 5-7, da sind reingejallert. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt. Oh, wir haben 300 Euro. Oh, leck mich am Arsch, Alter. 5-7, da sind reingejallert. Nee, aber trotzdem. Finde ich nicht korrekt an der Stelle. Jetzt rufe ich Sascha an, den Wichser. Lauch, sein Sohn. Real Talk. So habe ich ihn eingespeichert. Ey. Hi. Ja? Sag mal. Ich glaube, du hast den Schuss nicht gehört, Digga, oder? Warum? Was passiert? Wie, was passiert? Hä? Sag du es mir. Wie, was sollst du machen, Digga? Dir ist schon was bewusst. Was soll ich machen? Ja, dir ist schon bewusst, dass es Konsequenzen hat, oder? Ja, gut, was soll ich sagen? Also, Bruder. Also, ich hab's ihr gesagt,
Weißt du, ich habe ja gesagt, wir kennen uns, wir sind Freunde. Aber alles hat nicht genutzt. Deine Mutter wollte es einfach so. Fängst du jetzt noch einen auf diesen an? Du bist, glaube ich, nicht in der Position, meine Mutter zu beleidigen. Nein, aber ich sehe die Insta-Stories immer besonders und da beleidigt ihr euch. Da habe ich gedacht, jetzt einfach auch mal raus. Aber ich habe schon alles gesehen. Keine Sorge, mein PayPal-Konto ist nur aus diversen Gründen gesperrt. Da kommt der nächste dicke Doni als Dankeschön. Ja, ist mir scheißegal. Du kannst mir auch einfach ein Zweitkonto bei einer Casino-Seite meines Vertrauens auffüllen mit 5.000. Auch gar kein Problem, Digga. Ja, okay, dann lass so machen. Ja, ja, und ja, nein, ist natürlich Spaß, Digga. Bist du unterwegs oder was gerade, oder was machst du? Ich bin gerade im Auto, ja, aber was ist los? Ja, mir geht's ganz gut, ich bin am Stream, die Leute hören dich leider. Oh, Stier, da kam der Witz mit den. Oh, ja, hey, Chat, bitte klippt das nicht, ich nehme alles zurück. Das Ja. Also ohne Scheiß, das wird auch direkt deine. Also Brand Safe bist du jetzt nicht mehr. Ach, Digga, das war's komplett und ich. Ich fang schon an zu zensieren und habe aufgehört, die Leute zu beleidigen, ja? Was soll ich machen? Die Leute sagen, du bist sympathisch geworden. Nein! Meine Videos, die sind sofort orange, wenn ich einen als Hurensohn beleidige. Den Rest müsst ihr euch selber denken. Jeder mit, keine Ahnung, wie viel die Kuh denken. Ey, Bruder, ich wollte jetzt aber kein Gedicht von dir hören, okay? Ich bin immer noch am Stream. Ich habe jetzt nicht also gedacht, dass du jetzt den Alleinunterhalter hier machst. Das ist eigentlich mein Job. Ja, dann was soll ich machen? Ja, du bist unsympathisch, du sollst nicht sympathisch den Zuschauern gegenüber hier. Digga, das ist voll der Stoß in den Ofen, den du hier gerade bringst. Ich kann die Leute nicht als Hurensohn beleidigen, weil sofort das Video weg ist und mein Kanal ist dann weg, meine Existenz ist dann weg. Internet ist doch sowieso schon da, ja? Die Leute stehen schon rum. Digga, dann leg ich einfach auf. Hab ich gar keinen Bock, die Scheiße reinzuziehen, so ein Wichser, Alter. Einfach auflegen, die Kacke, du. Hey, hallo? Ja, was geht? Jo, hörst du mich, Nico? Ja. Puh, jetzt fühle ich mich besser, Digga. Jetzt fühle ich mich echt deutlich besser. Kommt auch nichts zurück, Digga. Kommt auch nichts mehr zurück, Digga. Digga, jetzt rufen die beiden gleichzeitig an. Ne, geh ich nicht ran, Digga. Scheiß drauf. Ich hab Bock, ranzugehen jetzt. Nochmal arbeiten.